Thema in den nächsten Monaten, seit Mai eigentlich schon. Überall Märchenaufführungen. Und nachdem wir ja vorhin Herrn Bursche schon bei den Junglandmännern hatten, kommen wir jetzt zum Junggesellenverein. Und die singen. Ich glaube, er singt mit. Andreas singt mit. Andreas, singst du mit? Ach. Jawohl, auf die Totale. Ich so, jetzt sag mal was an, Kollege. Ja, pass mal auf. Was gefährdet ihr mit mir? Das ist gefährlicher. Redet ihr mit mir? Ja, die ganze Zeit. Ja. Ah, ja, die Stimmung ist ganz gut hier. Ihr merkt, ich räume auch hier schon mal ein bisschen auf, ein bisschen Müll sammeln. Das sind ja hier die Junggesellen-Jungs und die sind so jung, die haben teilweise keine Zähne mehr. Nee, Scherzchen. Daniel, hier ist so eine laute, grölende Männerstimmung. Wenn ihr keine Junggesellen mehr seid, dann ist aber Schluss mit Lustig, ne? Ja, natürlich. Wann seid ihr denn keine Junggesellen mehr? Hast du denn schon einen Antrag gemacht? Ja, ab 30. Wie alt bist du? 31. Ach so, okay. Oh. Und schon eine Auserwählte? Vielleicht. Und dabei guckt er mich so komisch an. Ja, vielleicht sitzt sie jetzt gerade vor dem Fernseher und guckt. Ja. Ich gebe mal wieder zurück, ne? Ich höre nämlich nichts. Hallo? Ja, das Hallo. Ist schade, aber wir Hallo, haben dich dafür alle gut gehört. Der Andreas ist verheiratet. Ja. Was der da auf also dem Wagen... Also den hätten wir gar nicht auf diesen Wagen schicken dürfen. Ja, nein, ne? Ich das finde war das schon ein gewisses Risiko. Ja, ein Risiko, aber er geht bestimmt wieder runter. Andreas, geh bitte wieder runter. Ne? Genau. Lass dich dabei nicht anstecken von diesen Junggesellen. Aber siehst du mal, ich meine, Junggesellinnen würden niemals so sein auf dem Wagen. Bestimmt Märchenhaftes nicht. Nordhessen mit Frau Holle. Das ist unsere Arbeit. Schönen ja, sowas Tag, machen wir Frau Holle. Gerne. Bitten, kennen wir noch gut aus Hessisch-Lichtenau. Ja. Na? Märchenland der Brüder Grimm, Kaufunger Wald, Meißner, Söhre. Ob das ihr erstes Kissen heute beim Festzug ist oder ob die schon mehr kaputt die hat schon gemacht ganz hat. Viel in ja. kaputt zerknuddelt. Und Frau Holle hat ja nicht nur Betten ausgeschüttelt, sondern Frau Holle war ja überhaupt für das Wetter früher zuständig. Heute hat sie jedenfalls das Wetter toll mehr. Gemacht. Ne? Hm? Kaiser Heinrich und Kaiserin Kunigunde. Ja, Margit Stoffels, hau rein. Was ist das denn? Oh, Boy. Ein märchenhafter Roland Koch. Wusstest du das? Nee. Dass der Seil springen kann? So, und jetzt kriegt er noch ein bisschen. Ja. Das hat mich jetzt aber schon hier beeindruckt. So. Also, es gibt noch ganz viel Märchen. Und nochmal. Ist er aber jetzt nicht selber, das ist jetzt wer anders. Was war denn das jetzt? Das waren jetzt, haben die Junggesellen ihm dieses Seil verpasst. Siehst du, der Junggeselle... An sich, ja. Aber da siehst du, es scheint doch kein so ungesundes Leben zu sein, ne? Vorübergehend. Vorübergehend. Hoppla, ist gleich wieder Schluss mit lustig. Und damit sind wir wieder zurück im Märchenland der Brüder Grimm. Na schön, ja.